Seit einigen Monaten gibt es bei Premiumize ein Add-on, in dem man die Premiumize Cloud in Zusammenhang mit dem Mediasender-Software Kodi verwenden kann. Das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Dazu bin ich jetzt auf dem Blog von Premiumize. Hier wird das neue Add-on vorgestellt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und was wir dann brauchen, ist dieser Link hier zur ZIP-Datei, zur Installationsdatei des Add-ons. Klicken wir drauf. Firefox startet den Download und lädt die ZIP-Datei herunter. Als nächstes müssen wir das Add-on jetzt nun im Kodi installieren. Dazu öffne ich Kodi, navigiere zu System und hier gibt es den Reiter Add-ons. Und hier wähle ich Install from ZIP-File und navigiere jetzt dahin, wo ich die Datei heruntergeladen habe. Das ist halt bei mir der Standardordner und der Downloads. Und hier sehe ich das Plugin, stetig mit Enter und nun wird es installiert und auch gleich geupdatet. Jetzt gehe ich hier wieder raus, gehe unter Videos Add-ons, sehe jetzt hier die Premiumize Cloud. Hier klicke ich jetzt nicht Enter, sondern drücke auf I, dann öffnet sich dieses Fenster und unter Configure gebe ich jetzt meine Zugangsdaten aus. Dazu brauche ich die Premiumize Customer ID, die finde ich in meinem Account, und die Premiumize PIN. Gehe jetzt mal auf meinen Premiumize Account, dass ihr es auch sehen könnt. Hier oben habe ich die Kundennummer und die PIN kann ich mir hier anzeigen lassen und reinkopieren. Möchte ich mal kurz vorführen. Klicke ich drauf, lösche mal meine raus. Mit STRG V kann ich es einfügen, bestätige dann unten mit Done. Und ganz wichtig, im Moment funktioniert HTTPS nicht, den Fehler habe ich natürlich angemerkt bei Premiumize, aber im Moment funktioniert es nicht, also muss man den Haken hier draußen lassen. Dann gehe ich auf OK und gehe hier wieder raus. So, jetzt müssen wir natürlich ein Video in die Cloud hinzufügen, das mache ich am besten mit einem Torrent. Dazu habe ich jetzt hier die Seite von Big Buck Bunny offen, das ist ein kostenloser Film, der frei heruntergeladen werden kann und den gibt es in verschiedenen Auflösungen. Ich wähle mir jetzt mal hier diese hier aus. Mache auf den Magnet-Link einen Rechtsklick, sage Linkadresse kopieren, gehe auf meinen Premiumize-Account unter den Downloader, kopiere den Link hier rein und sage Start Download. Sobald der Download abgeschlossen ist, kann ich ihn hier in meiner Cloud finden und jetzt kann ich auch wieder zurück in Kodi gehen, wähle hier die Premiumize-Cloud aus und sage einfach Show File List. Jetzt sehe ich die Datei, die in meinem Premiumize Cloud liegt und drücke hier nochmal Enter, nochmal Enter und jetzt startet direkt der Film. Also ich kann jetzt im Kodi, ohne das herunterzuladen, einfach den Film streamen aus meiner Premiumize Cloud.